Der Museumspark von Mödling war wieder Schauplatz und Bühne für den Tag des Sports, einem beliebten Event für die ganze Familie. 20 Sportvereine der Schul- und Bildungsstadt boten ein reichhaltiges Angebot, das vor allem die Mödlinger Kinder und Jugendliche begeisterte. Seinerzeit habe ich einmal gelernt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und ich finde es einfach schön, welches Angebot die Mödlinger Vereinslandschaft hier den Bürgerinnen und Bürgern gibt, wie vielfältig man sich hier in seiner Freizeit sportlich betätigen kann. Großartig. Ein Dankeschön an alle, die das ehrenamtlich möglich machen. Der Tag des Sports ist für die Familien, für die Kinder besonders wichtig. Wir haben auch heute 20 Sportvereine da, die ihr Programm präsentieren. Es kann Information hier eingeholt werden, wann die Semesterkurse starten im Herbst. Da werden ja wieder viele neue Kinder zum Sport machen beginnen. Und was besonders schön ist, wir haben jetzt seit 2020 mit mir als Stadträtin das fünfte Mal den Tag des Sports, immer am Samstag vor Schulbeginn. Und auch heute wunderbares Wetter. Wir haben noch nie absagen müssen. Es ist eine Outdoor-Veranstaltung und das macht mich besonders glücklich jedes Mal. Glücklich schätzten sich dann auch die sportbegeisterten Kinder und zeigten ihre Talente. Ein kunstvoll erzielter Treffer, die überlegene Strategie beim Denksport oder der gekonnte Wurf im Kampfsport. So etwas schafft Erfolgserlebnisse. Vor allem geht es auch um die Kinder, um den Nachwuchs in den Vereinen. Wir haben ja wirklich zahlreiche Vereine in Mödling, wo man sich sportlich betätigen kann. Wir haben fast für alles, was schön geistig ist, was für den Körper gut ist, für die Seele gut ist, etwas in Mödling zu bieten. Und der Tag des Sports ist jetzt wirklich rein für den Körper. Und wenn es dem Körper gut geht, geht es der Seele ja auch gut. Während auch beim Landhockey neue Mödlinger Talente heranwachsen und ihr Können unter Beweis stellten, zeigte der Bürgermeister Interesse an den ersten Grundübungen mit dem Schläger. Nachdem mir gerade beigebracht wurde, wie der Schläger richtig zu halten ist, weiß ich nicht, ob ich das in meinem doch mittlerweile fortgeschrittenen Alter noch lernen kann. Ich war allerdings selber viele, viele Jahre lang bei der Fechtunion Mödling mit dabei. Das hat mich sehr begeistert. Ja, ich weiß, heute sieht man nicht mehr viel davon, ja. Aber das hat mich damals sehr begeistert. Das war sehr schön. Ähnlich wie beim Radfahren scheint man auch das Fechten nie zu verlernen. Doch das Allerwichtigste ist, Sport soll Freude bereiten. Und diese Botschaft wurde in Mödling mit großer Anteilnahme in die Tat umgesetzt.